Herzlich willkommen zu Homesick, einem Let's Play der etwas anderen Art, wie ich finde. Also die Atmosphäre in diesem Spiel ist extrem, also krass gemacht. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was dieses Spiel ist, was wir hier machen müssen, aber das gilt es ja herauszufinden. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe gerade schon eine Folge aufgenommen und mir ist dann, als ich die Aufnahme gecheckt habe, aufgefallen, dass ich den Ingame-Sound aus hatte. Ich check jetzt lieber nochmal nach. Ja, okay, ist an, alles gut. Aber ja, ihr seht, wir sind in einem sehr runtergerockten Haus und ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen was erkundet. Allerdings habe ich dafür auch länger gebraucht, deswegen ist es vielleicht für das Beste, weil ich hatte am Anfang nicht ganz verstanden, was hier überhaupt Sache ist. Also es ist ein Rätselspiel. Man findet überall Bücher, die sowas hier auch sagen. Ja, schön. Das Bett ist da, um zu speichern. Also habe ich so die Befürchtung, dass wir nicht weit von unserem Raum hier wegkommen werden. Ich würde sehr gerne mal nach draußen gucken, aber wenn man rausgucken will, passiert nämlich das. Und zwar, man wird einfach übelst geblendet. Man kann alle möglichen Schränke öffnen und gucken, was darin ist. Aber bis jetzt habe ich in den Schränken, hallo, mach's mal auf, noch nichts gefunden, was wirklich wichtig wäre. Also wir werden jetzt erstmal das machen, was ich, ach ja, hier übrigens, mein Badezimmer, da habe ich, hat mein Badezimmer von zu Hause für ein Modell gestanden. Ja, also nur mal, damit ihr das wisst. Aber es sieht schon sehr cool aus. Ich könnte die Helligkeit noch höher machen, aber ich würde mal behaupten, das ist hell genug. So, der erste Trick hier ist, Tür ist zu, wir müssen ein Schloss aufmachen, hopp. Und dann können wir die Tür öffnen. Und da hängt auch wieder so ein Ding mit diesen komischen Zahlen und Strichen. Also komische Zahlen ist halt eine Null, denke ich mal. Aber die sieht sehr, sehr seltsam aus. Dann haben wir hier überall die Lichtschalter, die nicht funktionieren, beziehungsweise wir haben keinen Strom. Also es sieht irgendwie so ein bisschen aus hier nach dem Holocaust, also ein bisschen so Atom... Wir sind hier irgendwo in Tschernobyl oder so. Ich weiß wirklich nicht, wo wir sind, was wir hier machen. Überall fliegen diese coolen Partikel rum. Es sieht einfach übelst cool aus. Aber was hier abgeht, weiß ich nicht. Dann haben wir hier hinten eine Axt, aber die können wir nicht benutzen. Und eine Tür, die wir nicht aufmachen können. Okay, dann geht's in die Richtung weiter. Und es sieht einfach alles so super krass aus. Dann haben wir hier einen Raum, der ziemlich gleich ist mit dem Raum, wo wir hergekommen sind fast. Ein altes Bett, eine Küchenzeile, würde ich mal sagen, ist das. Dann haben wir hier wieder so ein schönes Blatt. Aha, ja, genau. Und wenn wir zu nah ans Fenster gehen, werden wir wieder vollgeblendet. Und hier haben wir eigentlich dasselbe Badezimmer mit der einzigen Ausnahme, dass wir hier Wasser haben. Okay, also hier ist Wasser. Dann auch, guck mal, ein schönes Bild mit dem Auto. Ja, das gehört auch dazu. Weiter geht's in diese Richtung. Und dann haben wir hier rechts einen Raum. Können wir da? Ja. Sehr schön. Das Zimmer ist schon ein bisschen was anderes. Ein bisschen größer, ne? Hier haben wir ein Badezimmer, das auch wieder wunderschön ist. Küche. Ein Schlafzimmer, also vielleicht ein Kinderzimmer oder so, weil hier steht so eine bunte oder relativ bunte Box für die Umgebung. Also hier kann man ein bisschen erahnen, wie draußen aussieht, aber hoppala, so weit wir wieder rankommen, blendet es und wir können nichts sehen. Eine Tasse auf dem Tisch, also es sieht doch sehr krass aus. Hier ein Buch, was sehr gut aussieht und das sagt uns das. Was mir persönlich jetzt nicht so viel sagt, vielleicht euch. Dann ein kaputtes Bett. Da haben wir wieder einen Zettel. Und der ist, ja. Also ich schätze mal, dass wir im Laufe der Zeit hier wieder ein Lichtschalter.
Ach so, ein Schalter für den Ventilator, der nicht funktioniert. Ich denke mal, dass wir so nach und nach die Texte alle übersetzen können. Aber ich weiß es natürlich, wie gesagt, nicht. So. Tür ist verschlossen, auch mit so einem Schloss. Hier lang. Ist ein cooler Gang, aber hier können wir nicht hin, weil dann wird es direkt super hell und ich kann auch nicht weiterlaufen. Also da geht's nicht hin. Bleibt dann nur der Weg in diese Richtung. Und da hängt ein Schlüssel. Tür geht nicht auf. Nein. Okay, wir haben den Schlüssel bekommen, aber den anderen leider abgebrochen, wie man sieht. Und da komme ich nicht rein. Also wir haben jetzt einen Schlüssel, womit wir vermutlich dann hier in die Tür rein können. Da, wie mache ich? So mache ich. Ja, Tür auf. Ich meine, es ist zwar sehr einsam und alles, aber nicht unheimlich eigentlich. Und hier haben wir einen Abstellraum, eine Abstellkammer oder so, ich weiß nicht. Jetzt haben wir einen Eimer bekommen. Und sonst ist hier gerade auch nichts zu tun, nein. Mhm. Gut, was machen wir mit dem Eimer? Zugegeben, ich weiß es jetzt schon. Die einzigste Möglichkeit hier, was man mit dem Eimer machen kann, ist Wasser. Und Wasser, haben wir gesehen, gibt es hier in dieser Badewanne. Ja. Hier gibt es Wasser. Und die ganze Badewanne passt auch in diesen Eimer rein. Das macht natürlich Sinn. Gut. Schön. Wir haben jetzt einen vollen Wassereimer und, ach so, ja genau. Wir können den Schlüssel wieder mitnehmen. Das weiß ich noch. Also wie gesagt, so weit war ich schon mal. Aber gleich weiß ich auch nicht mehr, was Sache ist. So, hier den Schlüssel können wir nämlich wieder mitnehmen. Den werden wir vielleicht wieder für irgendwas brauchen, ne? Vielleicht für eine andere Etage oder so. Oder halt überall, wo wir ein Bett sehen, können wir speichern. Dann muss man nicht immer in denselben Raum, sondern überall, wo ein Bett ist mit Matratze. So, und jetzt für den Step, den ihr jetzt kommt, und zwar, was machen wir mit dem Wassereimer? Wir haben hier einen Wassereimer geholt. Da habe ich dann auch die Aufnahme beendet beim ersten Mal und bin noch ein paar Minuten hier rumgerannt, bis ich gecheckt habe, was er zu sagen hat. Ich bin wirklich auf und ab gerannt hier, wie so ein Bescheuerten. Und das Einzige, was mir dann aufgefallen ist, dass hier in diesem Raum Blumen sind. Und die sind vertrocknet. Also nehmen wir doch mal den Wassereimer. Schütten das da drauf. Und alles wächst. Okay, wir haben Blumen gerettet. Kann man dazu sagen? Ja, vielleicht. Aber, was genau mache ich jetzt mit dieser Info? Also, nicht, dass ich das nicht cool finden würde. Upsala. Nicht, dass ich das nicht cool finden würde, aber was genau kann ich jetzt damit tun, dass ich diese Blumen gerettet habe? So, ich habe mal eben Tumpenhals gemacht. Die Blumen kann ich auch... Ergehend. Ist das ein Zeichen dafür, dass wir schlafen sollten? Ich schätze mal ja. Also jetzt fliegen hier auch überall diese coolen Partikel, nicht Partikel, sondern Blütenblätter rum. Guck mal, wie cool das aussieht, ey. Voll geil. Sieht super aus. Also wir gehen jetzt einfach mal ins Bett, weil er gegähnt hat. Ich schätze jetzt mal, das war so ein Winken im Zaunpfahl. Passiert aber nichts, oder? Irgendwie ist nichts passiert. Wir haben gespeichert jetzt. Dadurch, dass man im Bett war, hat man gespeichert. Das ist schon mal gut. Ich würde sehr gerne auf den Balkon gehen, aber einfach nicht machbar. Okay, wir haben jetzt nur noch einen Schlüssel. Und einen leeren Eimer. Also den Eimer haben wir noch. Ist jetzt irgendwas verändert? Ist irgendwas passiert? Ja, kann ja nicht. Jetzt sind ja nur Blumen gewachsen, ne? Also eigentlich kann ja nicht wirklich was verändert sein. Also, was habe ich jetzt davon, dass ich hier Blumen habe? Mal überlegen. Eigentlich ja nichts. Und warum hat er gerade gegähnt? Ich kann euch mal eben das Menü zeigen. Also, soundtechnisch kann ich nichts verändern. Ich habe nur die Info via SD und C. Escape für Menü. Linksklick, Rechtsklick und Mausrad. Neues Game, speichern. Steht da für ins Bett zu gehen. Sensibilität vom Drehen.
Könnten wir vielleicht ein bisschen runter tun? Keine Ahnung. Brightness brauchen wir, glaube ich, nicht hochdrehen. Ja, soweit, so gut, ne? Ich glaube, da möchte ich sogar noch ein bisschen langsamer machen, damit das ein bisschen... Ich mach mal so. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht, aber... So, also was hat sich jetzt verändert oder was können wir jetzt machen, dadurch, dass ich... Oh, dass wir hier Blumen haben. Ich gehe mal hier rein, aber hier ist ja immer noch nichts. Also bis jetzt habe ich einfach nur Fragen über Fragen für das Spiel. Ich habe wirklich überhaupt noch keine Idee, was hier überhaupt Sache ist. Wasser haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Also wir können jetzt nicht sagen, wir holen nochmal Wasser. Weil ich glaube, da ist nichts mehr. Nein. Also brauchen wir wahrscheinlich, wenn wir die Blumen brauchen, da ist zum Beispiel ein Pott, wo wir nicht, boah, ist das hell, wo wir nicht ran können. Also ich würde ja sagen, wir bräuchten dann irgendwie vielleicht eine Schere oder ein Messer oder so. Und das werden wir wahrscheinlich irgendwo in einer Küche finden. Wir sollten dann vielleicht mal alle Küchen abgehen. Um zu gucken, ob irgendwo in der Küche was ist, was uns weiterhilft. Hier ist wieder ein Zettel. Ja, der hilft mir auf jeden Fall sehr weiter. Okay, in dieser Küche schon mal nicht. Dann gehen wir erstmal links rum. Hier in diese... Da ist ja die größte Küche im Prinzip, ne? Gucken wir mal hier in die ganzen Schränke und Schubladen, wenn es geht. Also hier vielleicht irgendwas... Ja, vielleicht hat man irgendwie ein Messer braucht oder eine Schere oder irgendwie sowas. Um die Blumen abzuschneiden. Habe ich jetzt so... Also könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel jetzt das von einem will. Aber so richtig verstanden habe ich gerade nicht, was wir machen müssen, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist doch sehr krass. Ich weiß nicht genau, was jetzt hier Sache ist. Also hier werden wir immer noch nicht weiter können. Vielleicht können wir jetzt aber den Gang da lang laufen. Wäre ja möglich. Dass das Spiel uns jetzt erlaubt, hier lang zu laufen. Aha. Hier sind Blumen gewachsen. Auch. Aber wir können mit dem immer noch nichts tun. Ich würde so gerne mal da draußen gucken, ne? Also hier sind jetzt auch Blumen gewachsen. Und die waren auch vorher nicht, ne? Ne, also hier können wir immer noch nicht lang. Was mich wieder vor eine... Einfach vor eine fragende Wand stellt. Was willst du von mir, Spiel? Was zur Hölle willst du von mir? Also... Hier ist ja auch so nichts mehr, was wir machen können, so wie ich das jetzt mal sehe. Die Tür, aber waren wir gerade. Hier der Stecker, der irritiert mich jedes Mal, aber das ist es nicht. Was könnte denn noch hier sein? Ich weiß, hier war ich gerade, aber... Aha. Die Tür kann man... die nicht. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht was hinter der Tür ist, aber hinter der Tür ist nichts. Und hier könnte die Tür vielleicht auch mal eben zugehen. Eindeutig auch nix. Gute Frage, nächste Frage. Also was könnte jetzt hier noch sein? War hier eine Tür? Ja, hier ist auch eine Tür. Irgendwie vielleicht was hinter der Tür? Die bleibt aber auch so wie sie... Aha, hier ist ein Blumenpott. Nein, schade. Ah, ich habe jetzt gedacht, das ist bestimmt der Blumenpott.
Ist aber nicht der Blumenpott. Aber hier waren wir ja auch schon gucken und die Schränke gehen einfach alle wieder zu. Das war, ne? Was mir ja gerade überhaupt nicht weiterhilft. Ich bin bestimmt dran vorbeigelaufen schon an dem, was wir machen sollen. Aber ich weiß nicht was. Also, der hat ja gegähnt. Was für mich eigentlich heißt, geh schlafen. Aber ich kann nicht schlafen. Wie soll ich denn schlafen? Wie soll ich schlafen hier? Keine Ahnung. Und hier nochmal an alle Schränke gucken. Vielleicht hat man was übersehen. Ich glaube es ja nicht, weil ich hier schon zigmal reingeguckt habe. Nee. Okay, wir haben einen Schlüssel und einen Eimer. Und überall komische Nachrichten. Tür zu. Vielleicht auch abschließen. So abgeschlossen und jetzt ins Bett legen vielleicht. Wir liegen im Bett, aber nichts passiert. Lay in bed to save. Also theoretisch hat er jetzt gespeichert, oder? Aber irgendwie, ist nichts passiert. Also womit könnte es jetzt hier weitergehen? Wir müssen wirklich auf jedes Detail, glaube ich, achten, aber ist halt sehr, sehr schwer. Und das hier ist dafür und... Der bewegt sich ja sogar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass er sich bewegt, weil da Strom drauf ist. Das kann ich mir nicht denken. Also ich würde so gerne mal rausgucken, aber boah, ist das hell. Das geht einfach nicht. Es geht nicht. Wenn man hier straight zum Tisch läuft, was passiert dann? Da haben wir wieder so eine Nachricht, mit der war, wo ich einfach mit total überfordert bin. Vielleicht will uns die Nachricht ja irgendwas sagen, aber was? Genauso wie hier die Blumen. Was möchtet ihr uns sagen? Dass wir jetzt hier Blumen haben, ist schön, aber... Wozu? Um was zu tun? Ich weiß wirklich nicht, was hier gerade Sache ist. Ich werde jetzt erstmal eben nochmal speichern. Nur mal so, falls das geht. So. Und dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Ich gucke mir an, ob die Folge gut geworden ist. Und dann, ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal hier genau wieder. Und werden dieses Rätsel lösen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssen.